Die Mohrenapotheke in der Nürnberger Altstadt. Hier arbeiten nicht nur Apotheker, sondern auch viele pharmazeutisch-technische Assistenten. Auch Gisela Gebur arbeitet hier, direkt hinter dem Verkaufsraum in der Rezeptur. Sie lernt den Beruf der pharmazeutisch-technischen Assistentin, kurz PTA. Gerade prüft sie ein ärztliches Rezept und checkt die verschriebenen Wirkstoffe. Was ist überhaupt drinnen? Dosierungen, schauen, ob das Ganze überhaupt plausibel ist. Können wir das so herstellen? Passen die Konzentrationen? Also ganz schön viel. Wie fülle ich es ab? Wie sieht das Etikett am Ende aus? So Sachen. Gisela soll eine Salbe herstellen. Ein typischer Auftrag für eine PTA in der Apotheke. Schnell noch die Infos fürs Etikett eintippen. Gisela absolviert in der Apotheke ein 6-monatiges Praktikum. Das ist Teil ihrer Ausbildung. Dabei darf sie schon sehr selbstständig arbeiten, allerdings unter Aufsicht des Apothekers. Immer gilt das Vier-Augen-Prinzip. Ja, natürlich, Gisela. Also, was haben wir denn da? Sie denken mir dran, wir haben ja Salicylsäure drin, dass sie die schön verreiben, dass die schön homogen wird, damit es nicht kratzt auf der Haut. Jawohl, sehr schön. Dann unterschreibe ich es Ihnen und dann können Sie anfangen. Der Praktikant muss natürlich von einem Apotheker oder vom pharmazeutischen Personal einfach nochmal gegenkontrolliert werden, ob alles das, was er gemacht hat, das, was er macht, auch in Ordnung ist, unserer Verordnung, also der Apothekenbetriebsordnung entspricht, ob das lege artis, wie es so schön heißt, gemacht wird, also wirklich dem Gesetz entsprechend. Die Mengen der Wirkstoffe stimmen, der Chef hat unterschrieben. Gisela kann loslegen. Die Salbe soll gegen Hautpilz helfen. Hinein kommen Salicylsäure, Vaseline, Clotrimazol und Gentamicinsulfat. Die ungefährlichen Stoffe stehen im Regal, die gefährlichen im sogenannten Giftschrank. Ja, da stehen eigentlich alle Sachen, die wir zwar sehr oft brauchen, eigentlich täglich, aber nicht ganz so ungefährlich sind. Also vor allem Cortisone stehen da, ein paar Antibiotika, ja. Also alles, was halt nicht unbedingt auch für außen gedacht ist, also wo wirklich nur pharmazeutisches Personal auch dran kommt. Deswegen auch extra einen Schlüssel. Gisela mischt die Arznei genau nach Rezeptur. Alle Wirkstoffe in einer bestimmten Reihenfolge. Sie muss absolut exakt arbeiten. Wenn sie einen Fehler macht, wirkt das Pilzmittel später nicht richtig. Sorgfalt und Genauigkeit bei jedem einzelnen Schritt, das ist das Wichtigste in diesem Job. Bei ihrer Arbeit benutzt sie deshalb eine Präzisionswaage. Die zeigt bis auf die 4. Nachkommastelle genau an. Für die Pilzsalbe ist das besonders wichtig. Der Arzt hat nur 50 Milligramm davon verschrieben. Eine kleine Menge. Zwar gibt es in der Apotheke viele Medikamente fertig zu kaufen, sehr oft verschreiben Ärzte ihren Patienten aber spezielle Arzneien, die die PTA dann herstellen. Wir machen hauptsächlich Salben, hin und wieder auch ein paar Lösungen und das sind schon 5 bis 10 pro Tag. Also wir haben eigentlich ziemlich viel, was wir machen müssen täglich. Auch Kapseln, Säfte, Tropfen und Teemischungen kann Gisela herstellen. Als pharmazeutisch-technische Assistentin ist sie die rechte Hand des Apothekers. Die Apotheke ist auch der typische Einsatzort für eine PTA. Mehr als 90% aller Azubis arbeiten später hier. Mit der kaufmännischen Seite in der Apotheke hat Gisela übrigens nichts zu tun. Dafür gibt es einen anderen Beruf, den pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten. Ja. Das zweite große Aufgabengebiet einer PTA, die Beratung der Kunden. Gisela gefällt der Umgang mit Menschen. Sie berät gern. Gerne. Schönen Abend. Hallo, grüß Gott. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich habe Erkältung, typische jetzt zur Jahreszeit. Ja. Haben Sie auch irgendwie Halsschmerzen oder geht das? Ja, mein Kopf, der dröhnt so und ich bin halt so schlapp. Könnt ihr okay. Auch hier zum Beispiel so ein Islamus einfach, das ist so unterstützend, das ist ein Medizinprodukt, befeuchtet einfach schön. So, bitte schön. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Es ist immer ein bisschen auch vom Kunden abhängig. Manche haben es sehr eilig, manche wollen ausführliche Beratung. Das macht natürlich besonders viel Spaß, wenn auch ein Kunde kommt, der zeigt, er hat Interesse und möchte beraten werden.
Diese Fähigkeiten sind gefragt. Sorgfalt, Geschick, Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen. Pharmazeutisch-technischer Assistent ist kein dualer, sondern ein schulischer Lehrberuf. Die Ausbildung findet zum Großteil an einer von rund 60 PTA-Schulen in Deutschland statt. Es gibt staatliche und private Berufsfachschulen. Die Ausbildung dauert 2,5 Jahre, 2 Jahre Schule und ein halbes Jahr Praktikum in einer Apotheke. Theorie wie hier das Fachrechnen und Praxis wechseln sich im Schulalltag ab. Auch hier in der Nürnberger PTA-Schule ist das so. Zu den wichtigsten praktischen Fächern gehört die sogenannte Galenik. Das ist die Lehre von der Herstellung von Arzneimitteln. 6 Stunden pro Woche nimmt das Fach ein, ganz schön viel also. An diesem Vormittag üben die Schülerinnen, Medikamentenkapseln herzustellen. In der Berufsfachschule stehen alle Techniken der Arzneimittelherstellung auf dem Stundenplan, von Augentropfen bis zum Zäpfchen. Die Schülerinnen lernen auch, welche Arzneistoffe es gibt und wie sie wirken. Später müssen sie auch die Qualität von Medikamenten prüfen und kontrollieren, ob das drin ist, was drin sein soll. Lehrerin Angelika Schlich-Prössl weiß, dass sich Schülerinnen mit naturwissenschaftlichem Interesse hier leichter tun. Chemie ist wichtig, auf alle Fälle. Die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer sind wichtig. Die Leute sollen auch rechnen können. Und das Interesse eigentlich für Naturwissenschaften ist schon auch, denke ich, da. Und auch fürs Handwerkliche. Also es ist schon auch sehr interessant. Also es wird auch hier einiges an Handwerklichen auch gemacht. Im Stockwerk darüber soll Juliane Friedle eine praktische Aufgabe lösen. Ein bisschen wie bei Aschenputtel. Eine Teemischung liegt vor ihr. Ich muss den Tee auseinandernehmen. Da sind 5 Bestandteile drin. Und einer von den Bestandteilen ist nicht für den Tee, also für den eigentlichen Tee. Das heißt, wenn das ein Hustentee sein sollte, dann wäre zum Beispiel ein Bestandteil abführend und würde nicht dazugehören. Und das muss ich rausfinden. Eine typische Aufgabe im Fach Drogenkunde. Also Drogen sind einfach Bestandteile von verschiedenen Pflanzen, Tees. Das können Pulver sein, das können aber auch einfach kleine Stücke sein, zum Beispiel von den Hagebutteschalen. Ja, das sind Drogen bei uns. In der Drogenkunde lernen die Schülerinnen die Wirkungen und Einsatzmöglichkeiten von Arzneipflanzen kennen. Andere theoretische Fächer sind Gefahrstoffkunde, Ernährungskunde und Botanik. Die Ausbildungsinhalte: Wirkung von Arzneistoffen, Herstellung von Arzneimitteln, Lagerung und Bestellung von Medikamenten, Kundenberatung. Mehr Infos zu diesem und vielen anderen Berufen gibt es unter BA Alpha Ich mach's. Wer an einer PTA-Schule 2 Jahre lernen möchte, muss sich bewerben. Mit Lebenslauf, Foto und Zeugnis. Die Ausbildung beginnt in der Regel im September. Bewerber müssen mindestens die mittlere Reife haben. Viele bringen auch Abitur mit. An staatlichen Schulen ist die Ausbildung oft kostenlos. An privaten kostet sie dagegen. Wie viel genau, ist je nach Bundesland und Träger verschieden. Kurt Kretschmer leitet die PTA-Schule in Nürnberg. In Bayern verlangen alle Schulen das gleiche Geld. Als Privatschule müssen wir leider Schulgeld verlangen, obwohl wir staatlich unterstützt werden. Es kostet pro Monat 184 Euro und ungefähr 100 Euro an sonstigen Kosten pro Schuljahr. Also für Skripten, Bücher und einen Kittel. Die sonstige Ausrüstung, wie zum Beispiel die ganzen Laborgeräte, die werden gestellt. Der Ausbildungsweg: Mittlerer Schulabschluss, 2 Jahre Berufsfachschule, ein halbes Jahr Praktikum in der Apotheke, Abschlussprüfung. Die meisten PTA arbeiten später in einer öffentlichen Apotheke. Es gibt aber auch andere Arbeitsplätze, wie hier im Klinikum Erlangen, einem großen Krankenhaus mit mehr als 7000 Mitarbeitern.
In der klinikeigenen Apotheke kontrolliert Martin Bayer die Bestellungen der Stationen. Hier geht es um riesige Mengen. Allein 1000 Kilo Salbe in jedem Jahr. Wir stellen des Weiteren her ungefähr 30.000 Kapseln im Jahr. Sowohl für die Therapie von Erwachsenen als auch spezielle Kapseln mit niedriger Dosierung für die Kinderklinik. Und an Lösungen auch ungefähr so 5.000 Liter. 6.000 Liter im Jahr. Doch nicht die Masse zählt für Apothekenleiter Frank Dörrie, sondern die einwandfreie Qualität der Medikamente, die oft an Krebspatienten gehen. Bei uns werden maßgeschneidert die intravenös zu gebenden Medikamente, die Chemotherapien für den Patienten auf Verordnung des Arztes pro Tag hergestellt und zubereitet. Und hier müssen wir einfach ein hohes Maß an Sorgfalt und Pflichtbewusstsein mitbringen, um die Patienten bestmöglich hier mit medikamentöser Therapie versorgen zu können. Die pharmazeutisch-technische Assistentin Judith Lindner stellt solche besonderen Krebsmedikamente her. Sie arbeitet da, wo nur wenige reinkommen, im Reinraum, im sterilen Labor. Ihr Arbeitstag beginnt mit dem sogenannten Einschleusen. Dabei muss sie sterile Kleidung anziehen und drei Schleusen passieren, bis sie ins Labor kann. Eine umständliche Prozedur. Zehn Minuten muss man rechnen. Und wie oft am Tag? Sechsmal. Dreimal ein, dreimal aus. Im sogenannten aseptischen Zubereitungszentrum stellt Judith mit ihren Kolleginnen Ernährungslösungen her, auch für frühgeborene Kinder. Zwar werden die Infusionen noch mehrfach kontrolliert, von Judiths Arbeit aber kann die Gesundheit, vielleicht sogar das Leben von schwerkranken Patienten abhängen. Der Raum soll so keimfrei wie möglich sein. Judith muss bei allen Vorbereitungen gewissenhaft arbeiten. Diese Art der Medikamentenherstellung ist besonders anspruchsvoll. Es ist im Endeffekt, sage ich mal, ein komplettes Kontrastprogramm zur öffentlichen, weil so ein Bereich, wie wir hier jetzt haben, Sterillabor, Reinraum hat man ja in der öffentlichen in dem Sinne jetzt nicht. Und halt einfach das Handwerkliche, dass man hier hauptsächlich handwerkliche Arbeiten macht. Das ist einfach das, was mich hier reizt und interessiert und was mir gefällt. Zwei Stunden am Stück arbeitet Judith hier hochkonzentriert. Wenn viel los ist, auch länger. Ob eine PTA nun im Labor oder in einer öffentlichen Apotheke arbeitet, der Job hat auch Nachteile. Die negativen Seiten. Langes Stehen. In der Apotheke Wochenendarbeit. Not- und Bereitschaftsdienste. Umgang auch mit schwierigen Kunden. Unter BR Alpha Ich Mach's gibt es mehr Infos und viele weitere Berufsporträts. Die Ausbildung zur PTA bietet viele interessante Karrierewege. So gibt es nicht nur in Laboren, sondern auch bei Krankenkassen und in pharmazeutischen Unternehmen Stellen. Zum Beispiel als Pharmareferent im Außendienst. Weiterbildung ist sehr wichtig. Ständig gibt es neue Wirkstoffe, neue Medikamente, neue Gesetze. Kurse bieten zum Beispiel die Landesapothekerkammern und die Berufsverbände an. Karrieremöglichkeiten. Weiterbildung zur Fach-PTA. Pharma-Referent. Studium der Pharmazie. Karriere in der Forschung. Fazit: Die pharmazeutisch-technische Assistentin hat einen verantwortungsvollen Job. Aussichten und Aufstiegschancen sind gut bis sehr gut. Und Familie und Job lassen sich durch Teilzeitstellen prima miteinander kombinieren.